Sorry, ich nehme schon auf. Ich nehme schon auf. Ernsthaft? Ja. Wir können das Video nicht mit Alle, hallo meine lieben Bullies. Was geht? Ich habe gar keinen Bock mehr. Willkommen zu einer neuen Runde Stadtland Lachflash. Dich haben wir noch nie auf diesem Kanal willkommen heißen dürfen. Deswegen schreib alle mal in die Kommentare. Du Schwiegersohn. Schlecht Promo ist auch gut Promo. Wie zum Beispiel auch bei Rezo. Ein paar Unterlegscheiben. Das ist dein fucking Ernst. Das ist dein verfickter Ernst. Laber. So, wir haben drei Unterlegscheiben. Und heute habe ich fünf sensationelle Kategorien für euch vorbereitet. Mach dich gerade auf deinem 100.000er Playbutton. Dir ist auch nichts mehr was wert, ne? Ich schwöre, es gibt Leute, die weinen. Ich habe es gerade über den Tisch gezogen. Es gibt Leute, die weinen jetzt, weil du das. Das können wir nicht da drauf machen. Ich weine gleich. Das ist mehr, als ich jemals erreicht habe. Bis hier an diesem Button, Alter. Danke. Boah, kann ich nicht. So. Die erste Kategorie, die ihr aufschreiben Nein, solltet. Warte. Super besoffen im McDonald's stehst du an der Theke und sagst, was du zu deinem Klon sagen würdest, wenn er auf einmal vor dir stehen würde. Wie bei Diktaten in der Schule. Ich hatte heute noch kein Ecstasy, deswegen. Wenn du an der Kasse stehst, aber gar kein Geld hast. Easy, simple. Was du machst, was du sagst. Penis. Schneiden wir das raus? Nee, das ist mit drin. Wenn du einen Einbrecher erwischt, der aber nackt in deiner Wohnung steht. Wenn ein asozialer Jugendlicher dir ins Gesicht spuckt, dann. Und dann ist wieder Gamescom. A. Darf ich Stopp sagen? Der ist schon im chinesischen Alphabet jetzt. Ich hau Stopp. F. Ich bin actually schon fertig. Nee, du hast es nicht über F***ing geschrieben. Nein. So. Super besoffen an der McDonald's-Theke. Was sagst du? Fass Mayo bitte. Ein ganzes Fass. Dann hast du den Tütchen abgepackt. Deswegen fahre ich ja lieb. Mit Bitter am Ende. Stellt euch vor, ihr seid mega Findet Nemo-Fan. Und ihr geht so bei McDonald's rein und bestellt euch erstmal so einen McFish. Und bist so. Fische sind Freunde, kein Futter. Und schmeißt denen das so ins Gesicht. Und hab hier ein Sternchen ausrasten. Was? Federball. Ich wollte doch nur Federball spielen. Ach ja, ein Big Mac. Was du zu deinem Klon sagen würdest, wenn er vor dir stehen würde? Schmusen. War klar. Ist dein f***ing Ernst? Ich hab ganz lange Pause, wenn man sich anguckt im Blickkontakt, sehen ganz viele Punkte und dann... Schmusen. Wie wir beide uns selber. Schmusen. Was? Bei mir direkt, fass mich nicht an. Ich hätte ja von Para neuer, wenn so ein Klon vor mir stehen würde. Ihr bleibt beim Schmusen. Ja. Gut. Wenn du an der Kasse stehst, aber kein Geld hast. Feuerwehruniform anziehen, einen 25-Euro Striptease-Show hinlegen. Das ist nicht schlecht. Ich hab falsch geht, geht nicht, oder? So lieb, so. Oder? Bitte, ganz meine Mama ist zu Hause und sie verhungert. Auf einmal so. Waren Sie nicht gerade kein Franzose? Dö. Oui. Ich meine, oui. Wenn du einen Einbrecher bei dir zu Hause erwischt, aber nackt. Dann sage ich zu ihm und schaue so auf die Genitalien und sage, findest du nicht, das sieht bedenklich aus? Und dann habe ich hier stehen, dann fahren wir zusammen zum Arzt und freuen uns über diese Geschichte an. Ich habe dir gesagt, wir reden nicht öffentlich darüber. Alter. Anni haut direkt so Stories raus. Ich habe geschrieben, fang jetzt gar nicht an, dir jetzt einen Apfel vom Baum zu pflücken. Ich habe... Nicht heute, ey, ich wollte hier später noch jemanden umbringen. Böse mit Böse. Böse. Ey, okay, bei Asiwa habe ich nichts Besonderes. Ich habe da stehen, fuck, hat dir deine Mama keine Manieren beigebracht? Und dann so ein tadelnder Blick. Ich habe frontaler Impact in seine Scheißfresse geschrieben. Was Boah, ist das ist stark. Frontaler Impact. Oh, nice. Du hast den Stift zugemacht. Ja, zugemacht, weil sonst hättest du die verletzen können. Alter, das war ein frontaler Impact. Ich habe geschrieben, falsche Entscheidung. Also, ich sag gar nichts mehr, das war's. Das hört sich übel nach Mafia an. Du wischst es nicht weg und dann einfach nur falsche Entscheidung. Ich mach dann so, falsche Entscheidung. Du hast Vitamin D, Mann. Stopp. B. Bist du langsam? Ich kann nur bis C, deswegen muss ich immer sehr langsam. Hab mich schon selber zum Lachen gebracht. Reicht für mich eigentlich an der Stelle. Wie asozial darf ich werden? Du darfst alles halt wieder vor. Mein erstes ist super komisch, ich lese das mal vor, damit wir es direkt vergessen können. Super, okay? Super okay. Besoffen im Mac ist an der Theke. Big Macs waren auch mal größer, oder? Und der Verkäufer sagt so, nein. Und ich sage, doch, doch. Und jetzt, nur weil der Stadtland Plus ist, holt er halt seinen raus und ist er halt schön
Was? So, hör doch auf. Sehen Sie. Bitte hör auf. Ey, Anni hat ja so einen fetten Dialog. Ich weiß nicht, ob ich meinen vorlesen soll. Ich habe einfach nur geschrieben. Blau. Ja, genau das bin ich. Das war's. Was du zu deinem Klon sagen würdest, wenn er auf einmal vor dir steht? Okay, das ist schon. Nicht so cool. Ich hab schon was richtig Asoziales. Bruder, erstmal Insta-Story machen. Was ist los? Ich weiß nicht, wie ich mir beim Klon umgeben soll. Bring dich um, ich fühle mich in meiner Einzigartigkeit eingeschränkt. Boah, Alter. Ich möchte mich schon mal entschuldigen. Okay. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich das jetzt. Das ist Jugus Meinung, der hat mir das da hingeschrieben. Ich habe da nichts mit zu tun. Ich würde zu meinem Klon sagen: Schmus. Die Alte da hinten mal und schau mal, ob die eine Krankheit hat. Schmus. Die Alte da hinten mal und schau mal, ob die eine Krankheit hat. Es tut mir mega leid, es ist schon so krass asozial. Es stimmt schon. Oh mein Gott. Es ist schon heftig asozial. Oh mein Gott. Weil wenn die dann den Klon, weiß ich ja, dass die mich auch schon mag. Und dann. Aber das mit den Krankheiten, das war echt heftig. Das ist zu viel? Das ist echt. Ja. Aber ein Big Mac an den Schwanz halten ist okay, ne? An der Kasse ohne Geld. Bullshit, das ist mir jetzt super unangenehm. So. Aber dann sagt die auch, das ist ja nicht zu Ende, dann sagt die auch. Ja, was denn? Ja, bis dahin habe ich mich schon längst selbst umgebracht. Wenn du einen Einbrecher erwischt und der ist nackt, sage ich Bibis Beauty Palace, da wirst du fündiger. Was? Ich brauch das mit B. Wie so ein fucking Ritter dann auch in der Situation. So ein nackter Typ. Da wirst du fündiger. Und der so, oh, danke schön, da zieh ich doch direkt meine Ritterrüstung wieder an und verpiss mich. So. Okay, ich hab nackter Einbrecher, du kommst rein, es ist ein Mann und wie sagt. Er hat eine Erektion. Was? Hallo, ich bin Anni, ich bin 11 und traue mich nicht über Erektion zu reden. Nein, er hat diesen Status ongoing da unten. Und dem steht bis hier, wenn nicht bis hier, wenn nicht bis hier. Der Schwanz. Ja, also die Flüssigkeit. Und ich sage. Was? Bist du 8 Jahre alt? Die Flüssigkeit. Sperma halt. Steht bis hier. Er ist voll. Und ich sage, bitte nicht schießen. Und dann habe ich hier ein Sternchen stehen, gisst mich an, aber ich weiche aus in einem Matrix-Moment. Ein Assi rotzt dir einfach ein Yellow ins Face. Was sagst du? Szene, ne? Hm. Ich sag dann erstmal Boom. Dann Zeitlupe. Ich habe auf einmal einen Mantel an, so eine Brille und eine Gläser und sag so, nimmst du die rote oder die blaue Pille? Ich gehe einfach mit umgekehrter Psychologie daran und sag, boah, mach weiter. Und dann rotzt er dir immer weiter. Ich so, boah, nice. Nice. Und ich füße nicht die ganze Ausbildung. Ich mag das, deswegen sage ich auch nichts. Okay. N. Wie schnell endst du? Boah, wie schnell du immer bist. Ja, ich lebe davon. Super besoffen im McDonald's an der Theke und du sagst. Ja, weil, aber das muss ich auch erklären, weil du kriegst halt auch echt immer so einen scheiß Schmäh in die Burger manchmal so Mac ist. Dann sag ich bitte nagelneuen Big Mac. Aber zuerst bitte? Nee, nitte. Nein. Ich hab ganz einfach nein. Aber sie, nein. Das war's? Ja. Ich bin besoffen, habe ich keinen Bock, dass er mit mir redet. Was soll das? Ich habe, also du kommst mega besoffen mit McDonald's rein, stehst so vorne, der Typ so, ihre Bestellung bitte. Und du bist so, nein, ich wollte zu Burger King. Das wäre schon assi. Okay, was sagst du, wenn du bei deinem Klon stehen würdest? Ich habe geschrieben, aber du musst den Zwinkers mal danach euch vorstellen. Ich habe geschrieben, nicer Dude. Mir ist nichts eingefallen, ich dachte, hallo. Du sagst jetzt nicer Dick. Ja, stimmt. Wie du aber selber so eine richtige Journey hast von Sachen, dass dir dein Klon so super suspekt ist zu nicer Dude. Jetzt am Ende. Nimm mal ab, gucken, ob das uns steht. Ja, war nicht so fucking lustig. Ja, so, lache ich jetzt darüber, dann lache ich ja dich aus. Sollte ich weinen. Nur nett sein. Wenn du an der Kasse stehst, aber no money has. Ich hab, naja. Ausnahmsweise geht das doch klar, oder? Nackter Einbrecher in deiner Wohnung. Ich sage nur, na gut, ich komme später wieder. Du gibst dir schon so viel Mühe. Dann bis später. Ich sage einfach nur, nice. Hätte ich wieder gefüßelt, es tut mir leid. Ich liebe das.
Rechtes äußeres Knie. Ich muss auch gleich nach dem Dreh noch 10 Minuten sitzen bleiben. Oh Mann, ey. Weil ich habe Rückenprobleme, ihr. Ja. Beine, Alter. Ich habe Einbrecher in einer Wohnung, aber nackt. Und habe ich einfach nur gesagt, nebenan, der ist geiler. Dass du ihm so einen Tipp gibst, noch so, du, ich weiß, was du willst, aber der nebenan ist schon geiler. Ist aber auch ein Einbrecher, ne? Der schaut. Einbrecher, aber er hat ja schon. Er ist ein Sexualstraftäter, er will deinen Fernseher klauen, nicht deine Jungfräulichkeit. Thanks. Erzähl es doch allen Leuten im Internet. So. Ein asoziales Kind rotzt dir in die Fresse. Ich sag nur, nussig. Sehr nussig. Niemand wagt es mir ins Gesicht zu spucken. Und dann spucke ich zurück und dann gibt es ein Spucke-Duell. Nicht schlecht. Ach du. Das ist gut. Das ist gut. Bis einer aufgibt oder trocken im Mund wird. Man darf nicht trinken. So Spielregeln einfach eingeworfen. Man darf nicht trinken. Alter. Oh, überspiel das cool, als wäre nichts gewesen. Wir haben es geschafft. Das war's, liebe Leute. Lasst ein Abo da. Außerdem gebt doch noch auf Sturmis Kanal, denn da kommt auch Anis ein Video Kanal. Von den beiden, was habt ihr da gemacht? Gekocht. Gekocht? Wow. Wir haben Rahmen zubereitet bei dir. Okay. Sehr lecker geworden. Aber als ich gekommen bin, war nichts mehr da und ich bin ein bisschen sauer, aber das ist schon okay. Und danach geht ihr zu Anni. Wir haben und kein seht, Video gedreht, aber mein Kanal Video ist in Ordnung. Guck mal vorbei. Das war's dann auch schon, liebe Leute. Ich mach noch einen Beutelflip auf dem Tisch.